Hallo und herzlich willkommen bei Spiel mit mir. Ich möchte euch heute eine Knete vorstellen. Das ist eine 3D-Clay, non-toxic, also nicht giftig. Und das sind so kleine Dosen. Und unten auf dem Boden der Dose ist immer so eine kleine Figur. Die kann man in die Knete reindrücken, also wie ein Förmchen. Hier ist ein Bär, eine Krake, nochmal eine Krake, ein Hase, nochmal der Hase, eine Katze, ein Elefant, nochmal die Krake, ein Seepferdchen, nochmal ein Seepferdchen, nochmal der Hase und ein Löwe. Die Knete hat sehr außergewöhnliche leuchtende Farben, also Neonfarben sind mit dabei und sonst auch die klassischen Farben, Rot, Blau und Gelb. Und insgesamt ist diese Knete ganz anders als Play-Doh-Knete und deswegen möchte ich die ein bisschen vergleichen. Die geht sehr schwer hier aus dieser Verpackung raus und klebt ziemlich stark am Rand fest. Es bleiben auch immer so Knetrückstände in der Verpackung zurück, also man kriegt die gar nicht ganz da raus. Wenn man sie aber dann raus hat, fühlt sie sich sehr angenehm an. Die ist sehr weich, lässt sich so ziehen und hat auch einen angenehmen Geruch. Also die fühlt sich so ein bisschen feucht an und wenn man daran riecht, es riecht wie ein Shampoo, also so leicht blumig. Jetzt duftet jetzt nicht richtig, aber ist schon ein angenehmer Geruch, finde ich. Man kann die gut so formen und in Form bringen. Es steht auch darauf, man kann die anmalen. Und jetzt hole ich mal ein bisschen Play-Doh-Knete mit dazu. Hier habe ich Play-Doh. Die ist von der Konsistenz ganz anders. Also erstmal lässt sie sich ja viel einfacher hier aus der Verpackung rausholen. Und wenn ich die jetzt so knete, die ist fester. Diese hier ist weicher. Und Play-Doh, wenn man das so auseinanderzieht, ist das eher so bröckelig. Oder so, so ein bisschen, wie so ein Teig. Während jetzt diese andere Knete, die ich hier habe, die 3D-Clay, die lässt sich so ein bisschen ziehen. Und wenn man die auseinanderzieht, die reißt eher so. So, das sind so Rissstellen, die zurückbleiben. Jetzt werde ich mal das Förmchen ausprobieren. Ich mache mal einen Löwen. Ja, funktioniert sehr gut, auch mit der Play-Doh-Knete. Und hier mache ich mal das Seepferdchen. Ja, funktioniert auch sehr gut. Ja, diese Knete, wenn man die hinwirft, springt die wie ein Flummi. Die Play-Doh-Knete dagegen, die fällt einfach wie ein Stückchen Teig auf die Tischplatte. Nochmal hier im Vergleich. Diese Knete springt mehr. Die fühlt sich ganz leicht an. Und ich habe noch einen anderen Test gemacht. Ich habe ein Stückchen Play-Doh-Knete
und ein Stückchen von dieser 3D-Clay trocknen lassen. Und da ist Folgendes bei rausgekommen. Einmal ist hier diese 3D-Clay. Das Seepferdchen habe ich da gemacht. Und das ist jetzt ganz trocken. Fühlt sich fest an, aber fühlt sich ein bisschen an wie so ein Schaumgummi. Man kann das so leicht eindrücken. Und es lässt sich auch so bewegen. Ja, da entsteht ein kleiner Riss. Aber eigentlich fühlt es sich relativ elastisch an. Also man kann es zumindest so leicht bewegen. Hier ist ein Stückchen Play-Doh-Knete, das ich getrocknet habe. Und das ist sehr bröckelig und hart. Also das gibt auch nicht nach. Das ist ganz hart. Und wenn ich das bewege, ja, kann ich das höchstens so auseinanderbröckeln. Ja, das war dieser Vergleich von diesen beiden Knetmassen. Einmal diese 3D-Clay, die ich hier in vielen verschiedenen Farben habe, inklusive der Förmchen, die da unten dran sind, die man trocknen lassen kann und dann richtig so eine weiche Figur hat. Also da kann man auch größere Figuren mit formen und die trocknen lassen. Das eignet sich sehr gut. Und dann habe ich hier die Play-Doh-Knete, die klassische Knete, die sich sehr gut formen lässt, die es in vielen, vielen verschiedenen Farben gibt und die, wenn sie getrocknet ist, so bröckelig wird. Ja, jede Knete hat für sich Vorteile, finde ich. Diese 3D-Clay finde ich sehr interessant. Aber wenn man wirklich nur was formen möchte und es anschließend wieder zurück in die Dose tut und luftdicht verschließt, eignet sich die Play-Doh-Knete mindestens genauso gut. Diese Knete eignet sich dafür, wenn man Figuren formen möchte und die dann trocknen lassen möchte, um hinter mit den Figuren zum Beispiel zu spielen. Da würde ich vorschlagen, also da eignet sich diese 3D-Clay ziemlich gut. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch diese beiden Knetmassen so ein bisschen vorstellen. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Schaut auch unsere anderen Videos, die vielen Videos von der intelligenten Knete oder die vielen Play-Doh-Videos für diejenigen, die sich für Knete interessieren. Oder die ganzen anderen Spielzeug-Videos, da ist eigentlich für jeden was dabei. Schaut einfach mal vorbei. Und falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert ihn doch, teilt die Videos mit euren Freunden und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!